geht's. Hallo, noch in die Runde für den letzten Slot hier, der nochmal auch ganz interessant und informativ sein wird. Jochen Topf erzählt uns erstmal noch was zur Beratungsstelle, die eingeführt wurde beim Foskis e.V. Danach haben wir noch ein Jeopardy und dann erfahren wir noch das Wichtigste, ne? Die wichtigsten Infos der Konferenz, nämlich wo wird die nächste Konferenz stattfinden. Ganz zum Schluss vom Vorsitzenden Jörg. Und genau, jetzt Jochen, du darfst loslegen, was du mit deiner Arbeit für die USM-Beratungsstelle vorhast, was du schon gemacht hast. Und ist dein Publikum. Danke, David. Ja, die USM-Beratungsstelle beim Foskis e.V., das brauche ich eigentlich nicht sagen, das weiß wahrscheinlich jeder im Raum hier inzwischen. Der Foskis e.V. ist die quasi offizielle Vertretung von OpenStreetMap in Deutschland. Wir sind das Local Chapter der OpenStreetMap Foundation, die ja weltweit sozusagen das OpenStreetMap-Projekt vertritt. Auch das brauche ich eigentlich niemand hier im Raum wahrscheinlich sagen. OpenStreetMap ist super erfolgreich und alle Leute benutzen OpenStreetMap und überall sieht man die Karten und das ist ein riesengroßer Erfolg. Aber es ist halt auch häufig nicht so einfach zu verstehen. Und da meine ich jetzt auch gar nicht mal so im technischen Sinne, sondern auch so eher im Community, im organisatorischen Sinne, im administrativen Sinne, wie so mal, also wenn es darum geht, wie funktioniert dieses Projekt eigentlich, wo kann man da andocken, wo kann man mitarbeiten, wie kann man mitarbeiten, wie kann man zusammenarbeiten mit dem Projekt, wo kann ich hingehen, wenn ich Probleme habe, solche Sachen, das ist irgendwie schwierig. Und da haben wir uns gesagt, wir wollen die Foskis-Koordinierungsstelle erweitern, also Katja jemand zur Seite stellen sozusagen, der sich speziell um das Thema OpenStreetMap kümmern soll. Weil wir, genau, wie gesagt, diesen Bedarf sehen, dass da viele Fragen dazu sind. Die Stelle haben wir dann im Sommer 2023 ausgeschrieben, oder Foskis hat die ausgeschrieben. Und dann im November ist sie eingerichtet worden. Das heißt, es ist jetzt auch alles noch recht neu. Ich mache das jetzt seit 4 Monaten, bin auch noch dabei, mich da so reinzufinden und mal rauszufinden selber, was denn diese Stelle genau ist und was die bedeutet. Und mit jedem Gespräch, was ich geführt habe, und ich habe jetzt auch gerade wieder auf der Konferenz ganz viele Gespräche geführt, ändert sich das dann auch immer mal noch so ein bisschen. Denkt man, ah, da ist ja auch noch so ein Thema und das ist noch was. Und stimmt, da hat mich jetzt der Dritte angesprochen auf das Thema noch und vielleicht ist das auch was, was man bespielen muss oder so. Vom Umfang her ist das jetzt eine halbe Stelle, die erstmal für 2 Jahre jetzt finanziert ist vom Foskis e.V. Wir haben uns letztes Jahr auch um eine Förderung bemüht für die Stelle. Das hat aber nicht geklappt. Das heißt, das wird jetzt erstmal aus Eigenmitteln vom Foskis bezahlt. Das sind quasi Mittel, die aus den letzten 15 Jahren sozusagen irgendwie angesammelt worden sind von dieser Foskis-Konferenz. Das ist ja die wesentliche Einnahmequelle des Foskis e.V. Und ihr alle als Teilnehmer hier habt da bezahlt, die Sponsoren haben bezahlt und so. Und aus diesem Geld ist natürlich auch viele andere Sachen schon gemacht worden, aber da hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Da kann man jetzt eben auch mal sagen, wir gehen da ein bisschen rein und zahlen da mal jemand was und genau. Kurz 3 Worte über mich. Ich bin seit 2006 bei OpenStreetMap aktiv, bin von Beruf her selbstständiger Softwareentwickler, das habe ich schon vorher gemacht, dann kam ich zu OpenStreetMap und dann habe ich gesagt, hey, OpenStreetMap ist toll, habe mich da so ein bisschen umfokussiert und mache seit vielen Jahren eben jetzt in dem OpenStreetMap-Bereich Softwareentwicklung. Habe halt schon ganz viele Sachen bei OSM und im Foskis-GV mich da engagiert an ganz vielen Stellen. War auch Schatzmeister 3 Jahre lang für den Foskis e.V. Und wer mehr über mich wissen will und was ich bei OSM so mache und gemacht habe, kann auf die Webseite gehen. Und ja, ich muss die unbedingt mal updaten, weil da steht noch gar nicht drin, dass ich diesen Job jetzt habe. Gut, also Aufgaben habe ich schon mal angerissen. Erster Linie irgendwie Ansprechpartner von außen sein, damit Leute, die jetzt das Projekt
also die irgendwie auf OSM stoßen, aber nicht so richtig wissen, wie sie da interagieren sollen und so, dass sie jemand haben, mit dem man mal reden kann. Und das auch nicht nur, indem man irgendwie auf eine Mailingliste sich subscribt oder sowas, sondern indem man vielleicht auch mal mit jemand telefoniert oder eine Videokonferenz macht zu normalen Bürozeiten oder so, wo viele Leute halt irgendwie auch interagieren wollen mit uns. Ansprechpartner sind in erster, also die Leute, die in erster Linie bei mir ankommen und auch bei mir ankommen sollen, sind so Bund, Länder, Kommunen, also irgendwie die Verwaltung, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wenn es jetzt um Naturschutz geht oder der Wanderverband oder was auch immer, also solche Organisationen. Es geht, genau, also denen man irgendwie OpenStreetMap erklären will, und irgendwie mit denen vielleicht auch zusammenarbeiten will, Synergien finden, weil alle, die wollen ja OpenStreetMap irgendwie benutzen, mit beitragen und so weiter, dass man da Wege findet, wie die das sinnvoll machen können und wie wir auch denen ihre verschiedenen Use Cases bei uns reinbringen wollen. Es geht nicht um die Beratung für einen Einzelnen. Ich kann jetzt nicht irgendwie für jeden, der eine Frage hat zu OpenStreetMap, irgendwie ans Telefon gehen, das ist klar, das können wir nicht leisten. Und es geht auch nicht darum, jetzt für Firmen Support anzubieten, dass einer kommt und sagt, hey, ich will jetzt eine OpenStreetMap-Karte irgendwie auf meiner Firmenwebseite haben, wie mache ich denn das? Ja, darum geht es nicht, dafür gibt es auch kommerzielle Angebote, die sowas leisten könnten, haben wir viele Firmen ja hier gesehen, auch auf der Foskis, da sind einige drunter, die sowas zum Beispiel machen können, also darum geht es nicht, sondern es geht darum, irgendwo in Dialog zu treten mit der größeren Gesellschaft um uns rum, und dort was zu machen. Also Verbindungen schaffen innerhalb der Community und mit der Community. Das ist vielleicht so ein bisschen Zusammenfassung. Und ich sehe das so ein bisschen so, wir haben Leute im OpenStreetMap-Projekt, ganz viele, die Aktivitäten schon machen und da sind auch viel mehr dabei, die noch vielleicht mehr Sachen machen würden, machen wollen. Wir haben ganz viele Aufgaben, wo ich nachher noch darauf eingehe, was wir denn alles so an Problemen haben und Herausforderungen und so weiter. Wir haben ganz viel Wissen mit an anderen Stellen und wir haben auch Ressourcen durchaus im Foskis. Wir haben Server, wir haben auch mal ein bisschen Geld, was man in Förderung stecken kann und sowas, um diese Sachen alle zusammenzubringen. Genau, habe ich schon gesagt, es geht halt nicht nur zu warten, dass da jemand irgendwie das Telefon klingelt, jemand anruft, eine Frage hat, sondern auch von mir aus zu sehen, okay, wo sind denn jetzt vielleicht so Knackpunkte, wo gibt es Themen, die man vielleicht angehen möchte. Und dann versuchen irgendwie mit Partnerorganisationen vielleicht irgendwelche Projekte angehen, irgendwelche Multiplikatoren finden. Wie gesagt, ich kann ja nicht für jeden einzelnen Support machen, aber vielleicht können wir Leute finden, die das können. Und es gibt ja auch in der Community schon ganz viele Leute, die das können, jetzt so einen Stammtisch und so weiter und einfach Leuten helfen, die so vorbeikommen. So, ich will mal ein paar Themen, dass wir von dieser allgemeinen Dings wegkommen, so ein paar Themen, die so aufgeschlagen sind in den letzten 4 Monaten bei mir, hier jetzt exemplarisch vorstellen. Es ist sicher nicht alles, um das geht, aber das sind so ein paar große Themen, die ich so gesehen habe. Im November 2023, also quasi gleichzeitig, ich glaube in der gleichen Woche, in der ich meinen Job angetreten habe, ist der Entwurf für das neue Bundeswaldgesetz geleakt worden. Und da gab es dann gleich riesengroße Diskussionen im Forum und auch in der allgemeineren Presse um den Paragraphen 33, der was zu virtuellen Routen regelt und wo nicht so richtig klar ist, was denn da genau gemeint ist und was für Auswirkungen das hat. Aber wenn man es ganz extrem liest, könnte der uns verbieten, im Wald irgendwie zu mappen. Und das, ich glaube nicht, dass das gemeint war. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das ist dann schon was, wo man sich vielleicht dann mal so ein bisschen schlau machen muss und rausfinden muss, was da ist. Das hieß also jetzt für mich, dass ich mich mit dem Entwurf beschäftigt hatte und Folgen davon und dann auch mit unserem Hausjuristen unterhalten und so viele Gespräche geführt habe mit diversen anderen Organisationen, Firmen und auch dann mit dem Ministerium, nachdem die mal wussten, dass es mich gibt, dass ich da jetzt dass da so ein Ansprechpartner für OSM gibt, sind die auch von sich aus dann auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, können wir mal reden und willst du nicht auch mal vorbeikommen, da auf einer Veranstaltung ein bisschen was zu erzählen, was ihr mit OSM macht. Also da war auch sehr schnell der Kontakt dann da, wenn man eben mal dieses Angebot hat, dass da jemand ist, der quasi offiziell für OpenStreetMap reden kann. Das Ganze ist jetzt noch in der Mache, da gibt es jetzt interne Abstimmungen innerhalb der Ministerien und so weiter. Das heißt, es gibt noch keinen offiziellen Entwurf. Aber ich werde dann natürlich an dem Thema dranbleiben, wenn es diesen offiziellen Entwurf gibt, gucken, wie der dann aussieht. Und da muss man sehen, wie man da weitermachen.
Ein anderes Thema, was jetzt aufgepoppt ist, das ist jetzt, kam jetzt aus der AG Open Data und an ein paar anderen Stellen haben Leute auch schon gefragt, was hat es denn mit diesen High-Value-Datasets auf sich? Das ist jetzt eine Regelung von der EU, die im Sommer dann in Kraft tritt, dass bestimmte Geodaten müssen als Open Data herausgegeben werden. Also schreibt die EU all ihren Mitgliedsländern vor. Und das ist natürlich schon eine Sache. Wir haben ja inzwischen einige Bundesländer, die schon seit vielen Jahren Daten als Open Data rausgeben. Andere machen das nicht und so. Da wird sich durch diese High-Value-Datasets wird sich wahrscheinlich einiges ändern. Und dass man da so ein bisschen sich darauf vorbereitet, was wir denn da in Zukunft nutzen können, was wir nutzen wollen. Und dann kommen natürlich diese leidigen Lizenzfragen da immer rein. In der Regelung steht jetzt drin, dass man, dass CC BY SA eine Preferred License ist irgendwie für diese High-Value-Datasets. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich gelogen, das ist nämlich nicht SA, ne? Das ist CC BY. Ohne das SA, das ist da, was da drin steht. Also Folie ist falsch. Genau, also das ist sicher was, wo wir uns mit beschäftigen sollten. Ist aber auch so eine Sache, dass ist schade, dass das irgendwie, ne, dass das jetzt irgendwie kommt und dass da auch so eine Lizenz schon drin steht, eine, mit der wir auch so ein bisschen Probleme haben. Das hätten wir vielleicht im Vorfeld, hätten wir da mit der EU reden sollen und wäre vielleicht was anderes. Hier steht wieder SA, also CC BY, die geht's. Dann haben wir, also das Lizenzthema ist sowieso ein größeres, was mich jetzt und uns beschäftigt als Community immer wieder. Die CC BY, die Datenlizenz Deutschland. Falk hatte einen Vortrag ja schon heute irgendwann, wir eben mit unserer Open Database License und dann die Fragen mit Datenimport und Export und Datenaustausch und wie das alles geht. Das ist jetzt eines von den Sachen eben, mit dem wir uns beschäftigen. Vieles davon ist eigentlich rechtlich inzwischen geklärt, aber wir müssen es aufschreiben und der Community besser sagen, was genau müsst ihr machen, oder auch den Nutzern besser sagen, was genau müsst ihr machen, wie das geht. Das ist also ein wichtiges Thema. Ganz anderes Thema. Wir kriegen immer wieder, ich sag mal, Änderungswünsche. Manchmal sind es Änderungswünsche, manchmal ist es eine Beschwerde, wo Leute sich beschweren über die OpenStreetMap-Daten und sagen, da stimmt was nicht, wenn das irgendwie nett vorgetragen ist. Und ja, klar, ich meine, wir wollen die Daten ja auch fixen, machen wir auch, ja, passiert in aller Regel, wenn da wirklich was falsch ist, aber es ist eben auch da, hier ist irgendwie was total falsch und das geht ja überhaupt nicht und das ist auf meinem Privatgrundstück und das dürft ihr nicht und so. Und da muss man auch sagen, der Ton, in dem diese Sachen vorgetragen wird, kann manchmal ganz schön heftig sein. Wir haben da einige Leute aus der Community, die diese Mails beantworten oder auch teilweise ans Telefon gehen und dann diese Leute dran haben. Und das ist auch schwierig und das wird sicher nicht weniger werden, umso mehr OpenStreetMap benutzt wird und in die breite Wahrnehmung reinkommt. Also da müssen wir uns auch überlegen, wie wir auf Dauer mit diesen Sachen umgehen. Und obwohl ich selber auch schon sehr, sehr lange bei OSM bin, waren mir einige Sachen auch nicht klar, wer da eigentlich wo noch was macht und diese Sachen bearbeitet. Also ist auch ganz interessant. Bei uns landen Beschwerden halt auch manchmal, obwohl wir gar nicht zuständig sind, weil da sagt jemand, hey, die Daten stimmen nicht auf der Karte. Wir sagen dann, wieso, bei uns ist alles richtig. Und er sagt, irgendwann kriegt man da mal raus, dass sie eine ganz andere Karte meinen, wo halt jemand mal vor 3 Jahren OpenStreetMap-Daten importiert hat. Und ja, das kann jetzt nicht, da können wir nichts bei machen, wenn wir die Daten bei uns aktualisiert haben, aber die da nicht sind. Also das ist sowas, wo wir irgendwie mit umgehen müssen. Und ich muss leider auch sagen, dass manche Drittanbieter an uns verweisen und sagen, fix das da mal und eben nicht selber Support leisten für ihre eigenen Kunden. Und das ist sicher was wir angehen müssen. Und das können wir als Community, können wir das natürlich nicht leisten. Und wir können ja eben auch nicht denen ihre IT fixen, wenn die Daten nicht aktualisieren. Anderes, viel erfreulicheres Thema ist das Thema irgendwie Tourismus. Da habe ich jetzt ganz viele Gespräche geführt. Das ist ganz, ganz viel, das kommt irgendwie Thema Outdoor-Sport, Wanderwege, Radrouten und so weiter, dass ganz, ganz viele Leute da OpenStreetMap schon nutzen und auch aktiv dazu beitragen und andere eben da erst anfangen und sagen, hey, wir haben jetzt doch gemerkt, die Leute haben alle auf ihrem Handy irgendeine App, sei es irgendein proprietärer Anbieter, der OSM-Daten benutzt, sei es jetzt sowas wie Osmand oder sowas.
Und man merkt halt immer mehr, dass das erkannt wurde, dass man OpenStreetMap bespielen muss, weil da ist, wo die User sind. Wenn ich will, dass die Leute meine Wanderwege benutzen und nicht irgendwo quer durch den Wald laufen, dann muss ich halt irgendwie auch gucken, dass die OpenStreetMap-Daten bearbeitet werden. Gerade im Radverkehr passiert da viel. Und viele Leute, die an dem Thema interessiert sind, Radinfrastruktur, Radwege. Auch da gab es ja auch schon einen Talk hier bei der Foskis gerade, wie man da die Qualität von Radwegen besser erfasst und solchen Sachen. Genau, und da gibt es, wie gesagt, viele Anfragen von, ich sag mal, Tourismus-Marketing-Organisationen, die jetzt sagen, wir wollen jetzt im Weserbergland, keine Ahnung, irgendwo das fördern oder sowas, oder von Verwaltung eben. Und für mich ist immer das Thema so ein bisschen die nachhaltige Erfassung der Daten, weil was ganz viel passiert, gerade in diesen Radverkehrsprojekten, da wird irgendwie gesagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie einen Radverkehrsatlas machen für unsere Stadt oder so. Wir schicken ein paar Leute los, die sammeln die Daten, wir lassen irgendwie eine abprogrammieren und dann ist die Fördergelder weg. Die Daten sind da und verschimmeln und die App ist programmiert und wird nicht aktualisiert. Und da wäre es doch besser, wir würden das bei OpenStreetMap erfassen, wo dann auch die Community zusammen mit den Leuten, die da aus dem Tourismus sind und so weiter, diese Daten weiter pflegen können und wo ganz viele Apps drauf zugreifen können und auf die gleichen Daten und viel mehr Leute das nutzen können, als dass ich jetzt irgendwie die spezielle App mich installieren muss, jetzt für nur eine Tourismusregion oder solche Dinge. Konkreter sind so ein paar Aktivitäten, was ich jetzt mache, gerade angefangen habe. Letztlich, wie gesagt, das sind erst 4 Monate, das ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber was ich jetzt anstoße, wir bauen gerade ein neues Redaktionsteam auf für die OpenStreetMap.de-Seite. Die ist ja schon irgendwo da und die funktioniert ganz gut, aber da kann man noch sehr, sehr viel ausbauen. Ich sehe das eigentlich als so den primären Punkt, wo wir Informationen hinterlegen können für Leute von außen, aber auch für die Mapper selber und sagen können, wie OpenStreetMap funktioniert, was wir machen, wie man, wenn man jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ein Radverkehrsnetz bei OpenStreetMap reinbringen will, wo man da Informationen findet und so weiter. Also ich möchte das so ein bisschen zum Informationshub da ausbauen. Das wird sicher eine Weile dauern. Da freue ich mich auch, wenn da andere Leute noch Interesse haben, da zu dem Redaktionsteam dazuzustoßen und uns zu helfen. Müssen auch nicht alles die OSM-Spezialisten sein. Wir bräuchten, glaube ich, mehr so, ich sag mal, Kommunikationsspezialisten, die halt auch wissen, wie man die Informationen so rüberbringt, dass normale Menschen sie verstehen können. Aber ich will halt auf was verweisen können und nicht immer nur sagen, ja, das ist im Wiki oder fragt da mal euren lokalen Stammtisch oder so. Und dafür brauchen wir das. Ich habe jetzt mal angefangen, eine Rednerdatenbank aufzubauen. Also die Idee ist, es gibt immer wieder Leute, die kommen und sagen, hey, wir haben hier eine Veranstaltung, kann da nicht mal jemand von OSM irgendwie kurz was erzählen, was OSM ist und wie in dem und dem Kontext das benutzt werden kann oder sowas. Und das ist auch immer wieder schon passiert über die letzten Jahre, aber so stückweise da hat jemand, den er kennt, mal gefragt und so. Und ich will mal gucken, dass wir das ein bisschen systematischer vielleicht aufziehen, mal gucken, wie das wird. Es gab bisher ein Online-Vernetzungstreffen, aber ich will das so etwa alle 2 Monate machen, wo man dann Themen besprechen kann, die die Community als Ganzes betreffen. Also da soll es jetzt nicht darum gehen, wie man jetzt welchen Tag man genau nimmt oder irgendwelche technischen Feinheiten, sondern um diese Community zu organisieren und so. Das ist jetzt mal ein Versuch für ein Format. Mal schauen, wie das so läuft. Und andere Sache, die mich ein bisschen umtreibt, ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wer OSM so benutzt. Das ist so ein bisschen anekdotisch, aber jeder quasi benutzt OSM so gefühlt. Und dass wir das aber ein bisschen besser greifen, vielleicht auch Statistiken machen, dass ich eben dann sagen kann, in dem und dem Bereich wird OSM so viel benutzt oder sowas, weil das ein Marketing-Argument natürlich quasi auch ist für OSM. Aber ich will auch ja in Kontakt treten mit all diesen Leuten, weil wir brauchen auch die Nutzer, um mit denen zusammen am Datenmodell und solchen Sachen zu arbeiten. All das wird nicht umsonst passieren können. Ich habe schon gesagt, die Foskis e.V. finanziert diese Stelle jetzt für 2 Jahre und danach, bis dahin müssen wir irgendwas anderes gefunden haben. Ja, wir brauchen irgendeine dauerhafte Finanzierung für die Stelle und wahrscheinlich wird es auch dabei nicht bleiben können mit dieser einen halben Stelle. Also ich könnte problemlos irgendwie 3 Leute beschäftigen vom Stand weg, um all die Sachen zu machen. Da müssen wir sicher überlegen, wie wir das vielleicht
Stück für Stück ausbauen können auch oder so und wo denn jetzt genau die Punkte sind, wo wir das vielleicht machen wollen. Und da müssen wir über nachdenken, ne? Können wir mehr Spenden oder Sponsoring eintreiben, kann man irgendwo Projektgelder beantragen, all solche Dinge. Mache ich jetzt natürlich auch aus Eigennutzen, muss ich mich darum kümmern, weil sonst in 2 Jahren die Stelle weg und dann ist die schöne Stelle weg, das Geld ist weg und der Foskis ist arm und alle gucken mich böse an. Also das müssen wir irgendwie lösen. Andersrum gesagt, der Foskis hat aber durchaus auch noch Geld. Das heißt, wenn ihr Projekte habt im OpenStreetMap-Umfeld oder im Foskis-Umfeld, wo ihr mal Geld braucht für Reisekosten oder für einen Server oder sowas, das ist das, was wir machen wollen. Wir haben da Geld und das wollen wir auch ausgeben, wenn es unserem Vereinszweck dient. Also bitte, wenn ihr da was habt, könnt ihr mich gerne ansprechen, dann kann ich euch auch helfen, sowas zu beantragen und so. Genau, und schließlich sollten wir uns auch immer fragen, warum machen wir das denn eigentlich? Ne? Was wollen wir mappen, was nicht? Was ist OpenStreetMap eigentlich? Wie sehen wir unsere Beziehung zum Rest der Welt? Und diese Fragen irgendwo angehen. Das alles können wir morgen machen beim OSM-Samstag. Über all diese Themen reden, die ich jetzt hier so angedeutet habe. Und ich würde mich freuen, möglichst viele von euch da morgen zu sehen. Und vielen Dank. Und jetzt antworte ich gerne Fragen. Ja, danke Jochen. Ich hoffe, es haben ein paar finanzkräftige Geldgeber hier auch zugehört, die sich jetzt auch angesprochen das fühlen. Das muss der Schatzmeister gerne, von unserem Verein natürlich sagen, ja. Und gerne Geld loswerden wollen, das können Sie gerne bei mir machen und dann finanzieren wir die Stelle auch weiter. Wie gesagt, erstmal auf 2 Jahre angelegt, aber wir würden das natürlich dann auch gerne weiter finanzieren. Jetzt kommen gerade die ganzen Fragen rein. Ich muss mal gucken, ob ich das hier managen kann. Erstmal eins, vielen Dank für die Arbeit, vor allem für deine Arbeit. Wo fangen wir an? Eine offene Lizenz bedeutet ja auch loslassen zu können. Ist das nicht schwierig, genau wissen zu wollen, wer die Nutzer sind? Natürlich ist das super schwierig. Also es ist nun mal so, die müssen uns nicht fragen, bevor sie es benutzen, oder müssen nicht mal sagen, dass sie es benutzen. Und das ist auch gut so. Also daran will ich auch nicht rütteln, das ist ganz klar. Ich will auch jetzt nicht jeden Einzelnen, der vielleicht hier und dort irgendwo in seinem kleinen Projekt OpenStreetMap nutzt, irgendwie wissen und erreichen und sowas. Aber es gibt halt doch eine ganze Menge eben auch von diesen, ich sag mal, große Player, die OpenStreetMap benutzen und die auch ja auch einen erheblichen Einfluss auf das Projekt haben dadurch. Und mit denen will ich auch ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das müssen wir als Community auch machen, dass wir eben nicht nur in unserer Ecke sitzen und da sind alle die Leute, die es nutzen, außenrum, sondern dass wir mit denen ins Gespräch kommen, gucken, wie die es nutzen und dass wir gegenseitig daraus auch was lernen und das Projekt auch gemeinsam weiterentwickeln. Weil nur wenn ich weiß, wer die User letztlich sind, kann ich auch die Daten so erfassen für die. Wir haben es jetzt auch gesehen, zum Beispiel im Bereich, wo es um Naturschutz geht. Da gab es sehr viele Diskussionen zwischen OSM, Naturschutzorganisationen und jetzt auch Firmen wie Komoot, die halt die OSM-Daten für ihre Kunden ausspielen und wo man austarieren muss, okay, wie stelle ich das denn jetzt da und wo kann ich jetzt navigieren und wo darf ich jetzt laufen und wo nicht, dass das, was wir theoretisch vielleicht in unserer Datenbank erfassen, auch praktisch letztlich bei dem User da draußen ankommt, der natürlich die Details unseres Tagging nicht versteht und nicht verstehen will und so. Und das ist ja auch immer so ein Aushandeln zwischen Nutzern und Datenbeitragenden und den Leuten, die jetzt vielleicht darunter leiden, dass da irgendwas auf der Karte ist, was sie so nicht gerne sehen würden. Okay. Braucht es mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Werbung für StreetComplete oder andere Projekte? Also ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Öffentlichkeitsarbeit und Werbung können wir immer gebrauchen. Wir müssen uns halt überlegen, wie wir das machen, weil es manchmal so ein bisschen schwierig ist, eben zu verkaufen, was ist OpenStreetMap, was ist jetzt eine bestimmte Anwendung von OpenStreetMap und solche Sachen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch mal zusammensetzen und überlegen, was denn so eine Message sein kann und was vielleicht auch für verschiedene Zielgruppen eine Message sein kann. Ich muss halt mit dem Touristiker vielleicht anders reden, als jemand, der Navigation macht für Verlastwegen. Ja? Also auf jeden Fall. Gut, gibt es noch weitere Fragen hier aus dem Publikum? Da gibt es noch welche.
Ja, hallo. Ich bin von Haus aus Förster und kurze Statement zu dem Bundeswaldgesetzänderung. Also die deutschen Waldbesitzer sind auch gegen die Änderung. Und die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Waldbesitzerverbände hat das prüfen lassen. Es ist rausgekommen, dass das ganze Ding verfassungswidrig ist. Also und das ist jetzt auch im Gespräch und also da stehen wir als Förster wahrscheinlich auch hinter OSM. Und dann kann man zusammen wahrscheinlich hoffentlich das Gesetz so, wie es jetzt ist, verhindern. Gut, Dankeschön. Gut, dann kommen jetzt doch noch auch welche Sachen, Fragen rein. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, und zwar erstmal die Frage, wo wurde der Förderantrag eingereicht? Das können wir gleich auch noch zusagen für die Stelle. Und dann sollen wir doch nochmal bitte alle im Raum auffordern, doch bitte und auch vor dem Bildschirm Fördermöglichkeiten zu nennen, wo wir Fördermöglichkeiten herkriegen, bitte an die Geschäftsstelle, dass wir da vielleicht auch mal sowas zusammentragen können. Du kannst noch was sagen? Genau, also diese Förderung ist bei der DSEE Deutsche. Wie heißt es? Nochmal im Lagen, ne? Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, genau. Damals eingerichtet worden. Die haben so ein Förderprogramm für Digitalisierung von Ehrenamt und sowas. Und unter dem haben wir das eingereicht und ist halt nicht angenommen worden. Aber die haben einfach gigantisch viele Einreichungen auch da. Also das heißt jetzt nicht, dass sie das irgendwie schlecht finden, aber reicht halt eben nicht für alles. Ich habe auch schon angefangen oder Katja und ich beide haben da schon seit einer Weile angefangen, auch mal zu sammeln. Wer kann dann da noch, kommt denn noch in Frage vielleicht an irgendwelchen Foundations und so. Und also wer Ideen hat und wer Kontakte hat, natürlich gerne, kommt auf uns zu. Also da werden wir sicher auch Sachen ausprobieren müssen und immer mal wieder verschiedene Ansätze probieren müssen und so, ja. Gut, dann wird dir noch vorgeschlagen, die Zusammenarbeit mit dem BKG weiter auszubauen in dem Bereich. Dann ist das eine Frage? Ist es eine Frage, wir, aber glaube ich auch. Wir sind dafür, kann ich glaube ich dazu sagen. Ich hätte das auch mehr als Aufforderung so gesehen. Es ist zwar ein Fragezeichen hinter, aber ich sehe es eher als Aufforderung. Dann Medienarbeit in Deutschland, zum Beispiel Tagesschau oder sonstige Medienkanäle. Vorschlag, hier gibt es ganz viele Vorschläge. Wenn wir dann mal die 10 Kollegen eingestellt haben, die sich damit auskennen, wie man irgendwie Fernsehfilme macht, dann machen wir dann auch so einen Featurefilm und Alice und Bob gehen mappen. Machen wir dann auch mal. Ja, es gibt hier noch so ein paar Vorschläge auch in den Fragen, die würde ich einfach, die nehmen wir mit, archivieren, die besprechen die, glaube ich, auch nochmal. Wie wir Fördermöglichkeiten, wo wir noch Öffentlichkeitsarbeit machen können. Ich denke, wir müssen jetzt, glaube ich, noch umbauen für Jeopardy. Wenn keine Fragen mehr sind aus dem Publikum, gibt es noch was? Dann danke dir, Jochen. Ich danke.